Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play um sie 2. Mein Name ist B143-02. Mein Fahrschein? Ja, kommt gleich. Und wir sind auf der 109 in Hamburg unterwegs, zurück von UAL nach Hauptbahnhof. Ja, wir haben ja letzte Folge hier aufgehört und jetzt mal hier weiter. Fahrgäste sind schon drin, wie wir gerade sehen konnten. Weiter jetzt, die letzte Folge ist auch mit 20 Minuten schon doch ein bisschen länger geworden. Jetzt werden wir mal gucken, dass das bei der nicht so wird. So, ja. Letzte Folge haben wir ja so ein bisschen über Omsi, Henk ein bisschen was erzählt. Jetzt werde ich mal so ein bisschen über zukünftige Sachen noch erzählen können, die an Spielen kommen werden, die ich Let's Playen werde. Also, es wird nicht nur Simulation bei mir geben, definitiv nicht. Es wird ein bisschen gemischt. Und zwar kommen da auch ein paar Horror-Gruselspiele, wie auch immer. Da werde ich mal gucken, werde ich demnächst aufnehmen. Habe ich ein paar Spiele da. Minecraft wird in Zukunft auch irgendwann vielleicht mal kommen. Moin. Moin. Na moin. Aber mit Minecraft, dann warte ich noch, bis da ein vernünftiger Server da ist, der dann auch fest steht. Weil wir haben aktuell zwar einen Server, aber der ist momentan auf wackeligen Füßen. Weil wir wollen ja dann mit ein paar anderen Leuten zusammenspielen. Ihr könnt jetzt Minecraft auch in Solo aufnehmen, in, keine Ahnung, Überlebensmodus, wie auch immer. Aber ich möchte ja dann auch in Zukunft Minecraft im Multiplayer machen. Ja, danke. Ja. Ein paar Spiele sind, wie gesagt, jetzt in Planung, die ich auch Let's Playen werde. Darunter ein Spiel, was ich damals gesehen habe, auch bei YouTube. Das sind alle Spiele, die wurden schon Let's Played. Die sind schon auch nicht mehr das Neueste. Eieieiei. Dumme Sau hat einfach die Vorfahrt genommen. Ja, Leute, dafür kann ich nichts. Wenn der Penner mit seinem Smart nicht richtig fahren kann, kann ich auch nichts für. Dann müsst ihr nicht rumheulen. Ja, wie gesagt, Spiele, die etwas älter sind, die vielleicht schon Let's Played wurden, die vielleicht nicht mehr top aktuell sind, trotzdem werde ich es einfach mal ein bisschen Let's Playen. Einfach just for fun. Ja, und ich werde jetzt sehen, wie es bei euch ankommt. Und schön darüber. Ein Teil der Spiele ist auch so, dass ich es gratis laden konnte. Deswegen. Ups. Ja. Deswegen konnte ich es überhaupt jetzt dann runterladen. Ja. Weil ich momentan mit Niet immer gucken muss, was ich holen kann und was nicht. Ich habe auch vor, noch ein Spiel zu holen, das kostet aktuell 20 Euro. Es ist Pengudrave. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so für die meisten interessant ist vielleicht, aber ich hab's zumindest vor zu holen, zu spielen und halt zu Let's Playen. Ja. Cry of Fear oder Fair, wie auch immer. Manche sagen Fear, ich würde eher Fair sagen, keine Ahnung. Sagen wir einfach mal Cry of Fear. Habe ich mir jetzt runtergeladen, werde ich mir auch demnächst ransetzen, es zocken, auch wenn es ein Spiel ist, wo ich sage, oha. Das wird nicht ganz ohne, weil ich hab's ja damals gesehen. Ich weiß aber mittlerweile teilweise gar nicht mehr, um was es genau ist. Ich weiß nur noch stückenhaft, was so da drinnen vorkommen kann. Ja. Jo, Tütata, Feuerwehr irgendwo. Da ist er. Auf einer der Maps, die ich dann demnächst Let's Playen werde, da ist das Problem mit das Krankenwagenfahren sehr hoch. Da fahren ständig Krankenwagen, es kann nerven. Hier zum Glück nicht so. Weil die Busse vom Katalanien gedatet haben, ja. Ich habe auch ein Anglerspiel jetzt mir runtergeladen. Das war jetzt. Das Grundspiel war kostenlos. Ich könnte mir jetzt für 50 Euro Erweiterung holen, mache ich aber erstmal nicht. Weil ich guck mir erstmal das Spiel an. Das war das. Und zweitens muss man mal gucken, wie es überhaupt ankommt. Weil wenn es überhaupt keinen interessiert und
überhaupt keiner sich das anguckt, dann brauche ich da auch für nicht weiter Geld investieren, dann lasse ich es so sein. Definitiv. Und je nachdem, wie es Spaß auch mir macht, also wenn es mir auch keinen Spaß macht, dann warum soll ich da Geld investieren? Hallo? Mache ich definitiv nicht. Zumal ich erstmal gucken muss, in was ich überhaupt investieren kann. Demzufolge, also um sie werde ich gucken, dass ich immer da so nach Möglichkeit das Neueste investiere. Landwirtschaftssimulator werde ich auch Let's Play noch, wird auch noch kommen. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, mal gucken. Weil, ja, ich werde da gucken, vielleicht bis das Lenkrad draußen ist, weil mit der aktuellen Steuerung habe ich nicht so die Lust drauf. Nein, Gesamtdauer. Von daher. Das ist ein bisschen viel Geld hier, oder? Wieso? Na gut so. Das ist ein bisschen viel Geld hier, oder? Ach, ja. Ja, ja. Ich habe Fehler erkannt. Danke. Kann ich die jetzt hinten rausnehmen? Weiß ich gar nicht. Gucken? Ja, hat noch Bauscheine. Ja. So, wie gesagt, ETS 2 läuft erstmal bei mir. OMSI 2 definitiv erstmal. Dann halt was Richtung Horror gehen ein bisschen. Mal gucken, vielleicht auch dann bei Gelegenheit auch Arma 3 mit altes Life. Warte, na, bleib schön stehen, du Sau, du. Aber da muss ich halt gucken, weil Arma performance-technisch schon so manchmal ganz schöne Probleme hat. Und zu Let's Playen könnte die Performance nochmal ein Stück runterhauen bei mir. Muss ich mal halt gucken. Da wäre ja dann die Möglichkeit, als Feuerwehr in Einsatz zu gehen, weil ich bin da ein Feuerwehrmann. Bin sogar auf dem Server, wo ich jetzt bin, schon wieder letztens in Rang gestiegen. Letzte Woche. Ja. Mal gucken, was sonst so noch kommt. Also bei OMSI hatte ich ja eigentlich auch angekündigt, mal Busvorstellung zu machen. Ich habe auch ein paar Busse da. Ich habe eigentlich ein paar ordentliche Busse da. Muss ich mal gucken. Da unten ist auch ein amerikanischer Schulbus, aber den brauche ich eigentlich nicht vorstellen. Weil der eigentlich, soweit ich mir recht entsinne, auch schon von OMSI 1 damals rauskam, wenn ich mir jetzt nicht irre. Muss mal gucken. Ja. Selbst ist es jetzt Nachfrage, zeig doch mal bitte den amerikanischen Schulbus. Da mache ich es natürlich auch. Also wenn da die Nachfrage da ist, würde ich es auch machen, aber es ist eigentlich ein Bus, den kann man sich bei YouTube schon zurecht häufig angucken. Gut, die anderen Busse mittlerweile auch. Daher ist die Frage halt, ob ich es wirklich mache mit den Vorstellungsvideos. Angucken tue ich sie mir auf alle Fälle mal, weil ich auch gucken muss, ob sie jetzt bei mir laufen und wie auch immer und ob ich sie überhaupt einsetzen möchte und wie auch immer halt. Der Schulbus damals von OMSI 1, der war schon recht gut gemacht. Aber der war damals halt für meinen Rechner, den damaligen, den ich hatte, nicht nutzbar. Er konnte nicht vernünftig fahren. Und das wäre jetzt halt mal die Frage, geht's jetzt mit dem Rechner? Danke. Ich denke schon. Aber es ist halt auch eine Einsatzfrage, wo kann man den Bus einsetzen? Aktuell eigentlich nirgendwo so wirklich. Von daher. Aber ein Schlenkihalter, den werde ich mir definitiv angucken. Vielleicht nehme ich den ganzen Spaß mit. Wenn ich mir den angucke.
Es ist mittlerweile ein Schlenki, da sind jetzt auch so das ein oder andere Let's Play rausgekommen, wo der ein oder andere jetzt auch schon Let's Play hat mit dem Bus. Wie gesagt, ich will mir erstmal vorher so angucken auf Grunddorf, um zu sagen, okay, den nehmen wir nicht. Von der Farbe her würde der eigentlich jetzt nach Hamburg sehr passen, der Bus, der Schlenki, weil der ist auch weiß-rot, wenn ich mir jetzt nicht irre. Ja, weiß-rot würde sehr zu Hamburg passen. Aber das Problem ist halt wirklich mit diesem Ticket fürs Kinderfahrschein und der Hofdatei, weil, ja, Hamburg ist da in dem Punkt ein bisschen spezieller. Demzufolge. Moin. Moin. Ja. Ja. Wird es denn da wahrscheinlich nichts mit werden? Weil sonst wäre ich ja hier oben mit dem Citaro gefahren oder ich würde die 688 mit dem Citaro fahren. Ich könnte es natürlich auch machen, dann müsste ich den Ticketverkauf auch komplett ausmachen. Dann wäre es auch kein Problem. Würde auch gehen, aber. Ich möchte ja auch mal Tickets verkaufen. Ich möchte ja nicht nur von A nach B fahren, weil das wäre mir zu langweilig. Auf Dauer, das hat man in Wien. In Wien verkauft man keine Tickets und von daher, also wenn ich so was haben möchte, dann fahre ich eben Wien. Wobei Wien eigentlich ganz interessant ist von der Strecke her, muss ich sagen. Aber da ist halt kein Ticketverkauf, weil in Wien üblicherweise sowohl ist, dass die Leute sich die Karten schon vorher definitiv alle holen müssen oder auch geholt haben und eigentlich dann im Bus zusteigen und im Bus ist halt keine Kasse verfügbar. Vielleicht haben sie es jetzt mittlerweile geändert, aber zu dem Zeitpunkt, wo das Wien Addon spielt, ist es definitiv nicht der Fall und ich glaube auch nicht, dass es sich geändert hat. Würde ich jetzt mal nicht von ausgehen. Mal so ganz ehrlich gesagt. Also werde ich mal davon ausgehen, wirklich, dass das noch heute so ist, dass in Wien es kein Fahrkartenverkauf im Bus ist, möglich ist. Ja. Na nu. Irgendwas haut mit dem Bus gerade nicht hin. Da ist jetzt irgendwas nicht in Ordnung. Das haben wir. Läuft. Müssen wir mal gleich gucken. Was das Problem ist. Und zwar gucken wir mal. Wir gucken mal. Türen sind alle zu. Wir müssen mal kurz gucken. Die sind so. Jetzt müssten sie raus sein. Aber. Dann werden wir doch mal kurz. Ja. Scheiße. Jetzt so. Ah, da war irgendwas kaputt gegangen. Ja, das ist jetzt in OMSI möglich. In OMSI 2, dass auch die Busse mal kaputt gehen. Ich hatte es mal in der Citaro C2. Fahre so schön. Ja. Ja. Nun quatsch mal nicht darin. Halt jetzt die Kusche. Bin mit dem C2 gefahren. Nach Falkensee, auch in Spandau auf der Map. Ja, und dann
drei oder vier Stationen vor der Endstation war dann auf einmal Getriebeschaden am Citaro C2. Dann stand ich da. Und bin dann auch nicht mehr weitergekommen. Na nun. Komm, lass mir wenigstens an der Haltestelle. Dass ich da wenigstens dann auch die Folge beenden kann. Ja, wir merken, jetzt kommt der kritische Bereich, damit auch dann rein kritisch die letzte Folge. Ach du Scheiße, sind hier viele vergessen. Ja, dann würde ich sagen, das war's.